Herzlich willkommen, Spaß auf meinem Kanal. Ich begrüße euch herzlich zu einer Runde Wolf Transporte. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ist jetzt alle gut drauf und sag's. Ist jetzt ein geiler Zeitraum. Aber wir haben es Donnerstag wieder mal Abend oder gegen Abend, späten Nachmittag, keine Ahnung, wie man das nennt. Wir sind immer noch unterwegs mit unserem alkoholfreien Bier Richtung Ajax. Das ist richtig ausspricht, aber klar, kein Schwede. Wir sind kurz vor der schwedischen Grenze. Wir sind kurz vor der schwedischen Grenze. Das waren so 100 Kilometer noch. Wir haben noch eine Mautstation vor uns in Norwegen. Und da werden wir das hier abgeben. Dann schauen wir mal, ob es uns dann hinverschlagt. Dann können wir smart. Ich kann dann überlegen, Norwegen tanken. Schweden tanken. Das ist immer so eine Sache. Wo ist es gerade am besten? So, bei Tanklisten. Listen so, wo nichts. Okay. Da haben wir schon die Mautstation. Grüße gehen natürlich raus an meine Großen und die Kleinen an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass ich hier den Weg zu mir in die Wolf-Transporte gefunden habe und ich hoffe, ich konnte ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten. Genauso wie Grüße rausgehen an meinen YouTube-Kollegen. In erster Linie an meinen Mentor, an Draka Andal, den Meister der Classic Trucks, an Hermann M. an Micha von der ETL auf Achse, an Maisy on the Road, an die Mutter Trucker Stories, an Harry D. Jong, an Stefan on the Road, an den lieben Badora, die spielt dann Dirk 42 and Friends, dass ich meinen Dirk auch mal wieder erwähne. Also alle Jungs, die was bei mir hier in der Liste verlinkt sind, die machen alle absolut geile Videos, genauso wie der JJ on Tour. Lieber JJ, sorry, ich hätte fast vergessen, aber ich habe die Koffer hoffentlich noch gekriegt. Die machen alle absolut geile Videos, die machen alle absolut geile Projekte. Schaut mal bei einer vorbei, hinterlasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar. Würde mir und meinen YouTube-Kollegen viel im YouTube-Algorithmus bringen und es würde uns natürlich freuen. Und wer Lust und Laune hat, der kann uns eine größere Folge machen, Freude machen, ja, Folge machen, Freude machen. Dass er uns abonniert, die Glocke aktiviert, so dass nichts mehr Neues versammelt wird, jetzt auf unseren Kanälen hier weitergeht in unseren Projekten, meine Sportsfreunde. So, Mautstation hat sich, glaube ich, erledigt. In Schweden sind wir auch. Gott sei Dank. Damit das da nicht mehr eine Mautstation jetzt kriegt. Warum auch immer bis auf 13, dass jetzt der Knopf wieder mir mein Gehörgang manipuliert. Also wenn ich das Navi schalte, dann na gib halt. Der ist der Star 90, dann überhole ich halt HP. Wenn die Norweger nicht schneller fortwind, wir haben Zeitnot. Und Stunden müssen wir so ziehen. Wissen. Einmal zurückstellen auf Null. Immer geradeaus. So. Und schon sind wir. Und schon sind wir in Schweden. Da kenne ich ja die Schilder.
Ja, der Regen, der passt ganz gut zur Stimmung. Aber das muss ich nicht schwer. Wir werden uns, wir werden kämpfen, wir geben nicht auf. Solange das mich Spiel überziehen lässt, den Kreditraum, solange sind wir nur im Unternehmer da sein. Das ist halt, meine Hoffnung liegt immer nur auf das, dass die Fahrer endlich die Kurven kriegen und plus iPhones. Ich werde nicht aufgepatchen auf die 1,50 Experimental. Ich bleibe bei 1,49 so lange, bis die neue Euro-Net-Map rauskommt. Damit dass wir da eben dann nahtlos umgehen können, so lange werde ich auf der 1,49 bleiben. Auch wenn gewisse Sachen richtig kurz sind, was ich schon beim Hermann Endpunkt gesehen habe für die 1,50. So mit dem Spurhalteassistent finde ich absolut genial. Für mich würde es Sinn machen, auch einen gebrauchten Aufliegermarkt zu kreieren. Aber vielleicht gibt es ja da einen Mod und ich weiß es noch nicht. Kaputt. Weiter 1,57 Euro. Wenn wir jetzt, noch die Logistik sind, da wo sie war, dann D24,7. Wir haben jetzt da noch eine gute Ladung. Also ich werde jetzt nicht der Ladung und immer Richtung Österreich, weil das schaffen wir so oder so nicht mehr, dass wir das Wochenende heimkommen. Aber vielleicht, wenn wir eine gute Ladung Richtung Norddeutschland kriegen, dass wir über Malmö, Dänemark so rausfahren, vielleicht können wir eine gute Ladung so 1500 Richtung Dänemark für die Tore fahren. Schauen wir mal. Ich hoffe, soweit der Ton passt, der Sound mit Entlastung in Kombination mit dem Sound vom Radio, der also ausgewogen das ist, also die Balance finden ist ein bisschen schwierig für mich. Dauert es gerade, dass ich mit dem TAF da rum unterwegs bin, im Land der Wikinger, wo ich mit Hollandstahl, der TAF ist ja nicht schlecht, also, aber ich fahre hier mit Hollandstahl durchs Viking-Gebiet
Ja, mein Cruise ist, wir haben den Lastwagen gekauft, weil er halt einfach wenig PS hat. Ah, wenig PS. HP, wenig Kilometer hat. Abgeholt, weil er halt einfach fast neu war. Aber man kann da nicht als Leiter sagen, man fährt durch Italien mit. So. Nur nicht mit Iveco. Das können wir jetzt noch. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass ich vorher was reinfahre. Ich denke, in Deutschland brauche ich schon 1200 Euro bis tanken, weil ich da oben sicher an die 1500 bis 1600 brauche. Da oben ist der Sprit nicht so billig. Ja, ich war schon dank für den Weg. Prozent oder? Müssen sie normalerweise schon ausgehen, 200-300 Kilometer. Zumindest bis zur nächsten Tankstelle. Oder sind zwei rübergekommen. Das tut jetzt keiner wo. Retarder geht halt einfach hoch, gell, bei dem DAF. Er geht halt einfach hoch. Ein bisschen beobachten. Das Gute ist, dass in Skandinavien, dass er nicht so schlagartig durch ist.
und schön aus der Kammer. Jetzt haben wir Glück gehabt. Treffen wir noch auf der Tankstelle. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mit einem günstigen Preis. Jetzt ist 84 Kilometer, ich glaube, das geht jetzt schön in der Folge aus. Nix mit Spiegel lackieren, Kunststoff lackieren. Short. Jetzt wird es schon dunkler. Das wird mir jetzt wahrscheinlich doch nicht mehr so weit reichen. Immer geradeaus. So wirklich, dass da nur irgendwo ein Tankstück hin. Ja, da zahle ich gern für die Fähre ein bisschen mehr. Aber wenn man denkt, und dann kann ich wenigstens da noch schön mit. Da geht eher der Sprit aus, also wie siehst du was. Sind haben wir noch. Leider knappe Sache, dann schätze ich mal bis zur Tankstelle. Immer geradeaus. Gott, die haben keine Tankstelle mehr gebaut. Glaubst du es? Drückt es mal auf Pause, schreibt es rein, schafft man es oder schafft man es nicht? Schauen wir schnell rein, was wir da an Auftragsangeboten haben. Schauen wir mal da. So
wenig, das ist bei A zu wenig. Da noch Dänemark kannte man von, noch Polen kannte man von. Helsinki müssen wir schon wieder mit der Fähre von Dresden. Ich glaube eher, dass man da hier die Ladung nehmen. Ja, ich möchte ja gerade wissen, Kilometer, aber da brauchen wir auch die Fähre. Das ist entschieden, wir nehmen es. Wir bleiben in Dänemark stehen. Bei uns jetzt nicht ausgeht. Das war jetzt nämlich der Oberdorf. Biege nach rechts ab. Ah, das ist Kochen, du bist Center. Okay, da steht einer. Endlich, wir sind da. Das ist ein Supermarkt, ist das. Jetzt fahren wir da rein. So, ich gehe mal fragen. Ich weiß, ich wollte es gerne an der Rampen sehen, aber jetzt gehe ich mal fragen, schauen, was Sache ist. Bis gleich. Jetzt sind wir in Frostwende. Kurz nach 7, wir haben das Bier abgeladen, der ist heute um 6 in der Früh gekommen. Das Bier ist gerade schnell rumgefahren. Muss mir aufgefallen, dass ich die Aufnahmetaste wieder mal vergessen habe. Jetzt habe ich die Papiere gekriegt, wir haben Erbsen für Dänemark. Wir haben Erbsen für Dänemark und dann schauen wir, dass wir das hinkriegen. 9 Stunden Vorzeit, Schlungs für die Uhr. Meine Vorwahl war auch gut, also meine Mannschaft hat auch gut eingefahren. Wenigstens dort ist positiv hier am Freitag. Der Vieh, der Chef selber fährt, weiß gut, wie er schief an die Rampen. Geht's. So, wir haben jetzt nur gute 5 Stunden. Jetzt müssen wir uns gerade da schauen, da irgendwo Tankstellen. Ah, das große Zittern, da unten ist erst die Tankstelle. Etwa 30 Kilometer zu Fertig der zum Tankstelle. Losfahren. Müssen wir riskieren. Wir müssen es riskieren, meine lieben Sportsfreunde. Da fahren wir ein bisschen einen Umweg. Das sind es halt 10 Stunden. Jetzt alles nix. Biege nach links ab. Immer geradeaus.
Nutzt uns ja alles nichts. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, Tankstellen sind dünn besiedelt. Sie sind wirklich hier im Spiel dünn besiedelt, genauso immer geradeaus wie die hier Schlafplätze. Was jetzt natürlich jetzt ein Logistikcenter gewesen, gell? Dann hätte ich gesagt, okay, übernachten wir am Logistikcenter. Aber es ist halt ein Geschäft und die wollen halt auch abladen und dann bitte und tschüss und schönes Wochenende. Schauen wir mal, 2% wird sicher eine knappe Sache werden. Es wird sicher eine knappe Sache werden. Guckt mal die Daumen, meine Spaßfreunde. Biege nach rechts ab. Dass ich da nachkomme. Zumindest Kohle haben wir zum Tanken. Im Notfall müssen wir halt rollen lassen. Ich glaube, da würde man sonst eher nicht fahren, wenn man nicht das tolle Gedanken müsste. Und haben Entladetermin Samstag früh. Also das heißt, wir müssen schauen, dass wir zügig vorankommen. Jetzt hat Gang außer rollen lassen. Jetzt haben wir ihn komplett leer gefahren. Drin steht. Wow, Punktlandung! Wenigstens dies hat geklappt. Wenigstens dies hat geklappt, meine Sportsfreunde. So, weiter sind die Wochen. Schweden. Danke. Maß 63 für den Liter. Danke für 1304 für 800 Liter. Der Tank ist ja auch nicht der größte. Ich glaube, mit doppelt zu groß, das wird der von unserem M1. So. Ja, ich weiß, normalerweise muss man dann entlüften. Ich weiß, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob nicht die 9 LKW, so wie der darf, schon eine automatische Entlüftung hat.
bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Jetzt fahren wir noch bis zu. Jetzt fahren wir noch. Jetzt nehme ich noch ein Stückchen mit. Jetzt haben wir es 5,48. Ich weiß, ich bin ein bisschen schnell dran. Ich kann gerne ein bisschen Tempo machen. Neben. Demnächst rechts abbiegen. Weil wenn jetzt da diesen Oscar kennt, können wir ja an der Rampe stehen bleiben. Biege nach rechts ab. Ich nehme beim nächsten Mal nicht so, nicht mehr so weit. Biege nach rechts ab. So, da. Vollgas. Auf uns vor mir gesagt, der Kredit notsuchen. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, wenn jetzt die. Wenn jetzt meine Flora, also wenn jetzt meine Angestellten hier gut reinfahren, dann können wir, dann müssen wir gut übers Wochenende kommen. Schnell durch. Immer geradeaus. Keine Ahnung, bleibe ich drüber. Das ist Toleranz. Immer geradeaus. Tempomat wieder aufnehmen. So, und wieder Vollgas, da die Sonne im Fuß. 7 Stunden 50. Letzte Woche schon ein bisschen schwindeln müssen, jetzt muss ich die Woche auch noch ein bisschen schwindeln. Schätze mal, wenn wir da am Freitag reinkommen. Also wir sind ja schon im Freitag drinnen. Aber ich werde jetzt noch 200-300 Kilometer vor mir im Spaß, Freunde. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja,
würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über seinen anderen Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass wenn es hier aus die Wolftransporte weitergeht und nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergisst mal meinen Leitspruch nicht. Respektchen vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.